Ah, Lilly, hallo. Da sind wir wieder. Es geht jetzt weiter. Tja, aus Versehen Ohr gedrückt und hab jetzt nur Ohren, die mit Ohren nicht mehr weggehen. Na, es macht nichts. Da haben wir 12 Ohren hier. Einmal die Ohr beim GPS. An dem Auto habe ich keine. So. So, auf geht's. Auf geht's. 6,3 Kilometer. Naja. Aber ich habe das Gefühl, das Kupferhändler näher ist. Alles. Ja, vielleicht. Ja, halt, der Händler ist halt näher. Ich würde aber sagen, Ja. wir gehen dann bei der Polizeistation das Geld abgeben, als nochmal nach Kavala zu fahren. Das stimmt. Polizeistation wird immer auf alles verkauft. Naja, wo willst du denn das sonst verkaufen? Abgeben. Wie viel habe ich zufällig gesehen, dass bei der Polizeistation. Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Vor allem, der ist ja nicht mal eingezeichnet. Nee, weil es eigentlich für Polizisten ist. Das ist mir doch egal. Oh, ich bin hin. Oh, bin ja auch fast hinten reingefahren. Du hast doch gesehen, dass da eine Kurve kommt. Nee, wenn ich von innen fahre, sehe ich das immer nicht. So, jetzt muss ich erstmal Nitro anmachen. Mach mal Nitro an. Damit ich hier berghoch komme. Tragen, dein Geländewagen wurde von der... Warte mal, Tragen ist doch ein Polizist. Ja, wahrscheinlich hat er kaputt gefahren. Ah, nee, Polizisten. Der hat bestimmt seinen eigenen beschlagnahmt. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich so. Fahren wir mal gemütlich dahin. 5 Kilometer haben wir noch. Danach kann ich mir die Nerven-Lizenz kaufen. Ja, stimmt, das können wir eigentlich machen. Ich werde aber vorher noch mal zur Garage fahren und den LKW wegstellen. Entweder fahre ich So. dann bei dir mit oder wir fahren mit dem Geländewagen. Ne, ich Was machen fahre wir nicht mit dann? dem LKW irgendwo hin. Das ist doch viel zu Wieso nicht? langsam. Du kannst Ach ja bei ja. mir mitfahren, aber vielleicht bei mir dann nochmal Kupfer fahren, um jetzt eine Waffe zu kaufen. Na, eine Waffe wird doch sicherlich nicht so viel kosten. Ja, 25.000 Naja, plus das ist doch alles Munition. easy. Das sagen wir schon 30.000 insgesamt. Du willst auch noch Aufsätze haben, aber Aufsätze kosten viel. Was brauche ich denn einen Aufsatz auf einer Pistole? Einen AKOG-Visier. Eine Akkordvisier auf der Pistole. Nee, ich hätte gern dieses mit dem Dreieck. V, wie heißt es? Das mit V. dem Dreieck ist das Akkord. Ja, das heißt hier aber, glaube ich, anders. Dachte ich jedenfalls. Ja, Akkord ist das mit dem Dreieck. Und Also. das andere ist halt Rotpunktvisier. Ja, Dreieck gefällt mir am besten. Das stimmt. Das muss man mal sagen. Warum ist das eigentlich schon um 4? Nee, Nicht warte mal, ganz. ist ja gar nicht. Ist ja fast 3:45 erst. Nee, ist 10 vor 4. Also bei mir ist es 3:49 Bei mir ist es 3:40 Wir Uhr. leben in verschiedenen Zeiten und fahren in ein anderes Auto. Vielleicht, na, ich weiß nicht, hast du auf deine Funkuhr geguckt oder Ich wo gucke den. ab halt auf beide, auf die GPS-Uhr und auf meine O-Uhr. Okay. Das ist aber überall gleich. Und der Sekundenzeiger geht sogar mit. Echt? Ja. Also bei mir, na gut, bei mir ändert sich aber die Zeit nicht. Bei mir ist es standhaft 3:49 Uhr. Ja, bei mir geführt auch. Aber auf dem GPS ist es auch 3:49 Uhr. Aber ändert sich nicht die Zeit, gell? Warte mal, ich gucke mal, was nach der Minute ist. Sind nur noch 10 Sekunden. Dann müsste bei mir die Zeit auch mal um. Jetzt ist es, nee, immer Oh, was steht 3:49 Uhr. denn hier, ey? Boah, wie steht denn der? Jetzt ist bei mir 3:48 Uhr. Jetzt bei mir 3:40 Uhr. Also eine Minute sind 8 Minuten. Bei mir ist 3:40 Uhr. Bei dir läuft also die Zeit rückwärts, ja. Ja, aber auch Natürlich noch 8 nicht Minuten schlecht. wie bei dir. Stark. Geht's immer. Jetzt ist 3:48 Uhr bei mir. Stark. Na, wo, in der Nacht backt die Zeit immer übelst, finde ich. Und am Tag ist sie verfloren wie Ja. im Ja, Flug. jetzt weiß ich doch, warum sie in der Nacht so lang ist. Jetzt weiß ich gar nicht, vor und zurück geht. vor, zurück, hell, dunkel. So, wie viel müssen wir noch? 2,2 Kilometer. Oh, da haben wir schon über die Hälfte geschafft. Halleluja. Naja. Hallo Julia. Hallo Julia, ey. Nen, 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 nen. So, mal gucken, was Nein, jetzt nein, 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 passiert, nein, nein. wenn die Minute um ist. Ja.
spannender als das Spiel selbst. Da ist es jetzt. Jetzt waren es 9 Minuten. Also bei mir ist es jetzt kurz, also 3 vor 4. Bei mir ist immer 3:48 Uhr. Und mir ist ja vorne, dass die Zeit hier umgeschlagen. Hassen überfahren. Warte mal, ich hab hier gerade irgendwie, ich weiß auch nicht. Das sah gerade aus, als wäre die Kurve gefährlicher. 3:57 Uhr ist bei mir bei dir. Hoch. Das heißt, es schwankt ja sogar zwischen 9 und 8 Minuten, was eine Minute vorgeht. Ja, ungefähr. Das ist natürlich nicht schlecht. Hoffen wir mal, dass bald wieder Tag ist. Kann ich ja gerne damit antun. Und die Nacht vergeht auch nicht, gell? Nee. Ich bin jetzt schon die ganzen. Wie lange ist überhaupt schon jetzt? Knapp 2,5 Stunden Parts. Ja. Ich bin jetzt schon eine Stunde und ja, jetzt ungefähr eine Stunde spielen wir. Und es ist durchgängig Nacht. Na, das ist, wird ja auch 21 Uhr hier schon dunkel. Also als ich eingestiegen bin, war es 21:23 Uhr oder so. Und da war es ja schon finster. Ja, sag ich das nur wegen. Im Sommer ist Sommer play. Wenn ich 20 Uhr von der Arbeit komme, ist noch hell. Ja, zur Zeit schon. So, pass auf. Ich passe auf. Jetzt nicht die, sondern die danach, links. Ich fahr schon mal langsam. Ja, die geht doch hier nicht links. Hier geht's links. Ja, das war jetzt keine schwere Kurve. Das weiß ich doch nicht. Wir waren gerade schon wieder in der Stadt, ey. Manchmal bin ich echt froh, dass hier keine Polizei ist. Das stimmt, aber er stellt sich nicht mit der Polizei hin. Aber ich finde es echt total lustig, wie viele Leute durch die Polizeikontrolle fahren. Wahrscheinlich alle wollen es mal sehen. Oh, was war das? Ich habe aus Versehen meinen A-Finger runtergetan. Ach so, hey, wie den A-Finger runtergetan. Drückst du durchgängig auf A? Ja, deswegen war ich ein bisschen. Und dann musste ich erstmal wieder gerade steuern. So, wo ist jetzt der scheiß Ölhändler? Das hat man durch die ganze Fabrik durchbrettern. Ja. Yeah. Fabrikgelände ist eigentlich Schrittgeschwindigkeit, gell? Oh, was war jetzt? Was ist denn hier noch los, ey? Was ist denn. Geht's denn nichts überhaupt rein? Naja. Ich glaube, man kann ja. Oh, ich bin vor 20 gefahren. Aber ich klicke damit 1 km/h. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier lang fahren. Wir müssen nur rein da hinten. Oh, ja. Du bist doch die engsten Gassen gefahren, die es gibt. Naja, warum nicht? Warte mal, wie eng ist ein Gassen? Ich hab direkt vor der Wand gefahren. Na, was ist denn das hier auch für ein absolut behindertes Gelände, ey? Warte mal, jetzt müssen wir hier lang. Hier geht's doch noch hier rum. Jetzt müssen wir hier lang. Und hier muss doch jetzt irgendwo der Händler stehen. Ich glaube, wir fahren in Zukunft wieder Kupfer. Ja, das stimmt. Oberstrecke aus. Da hinten steht das sehen. Wo? Ja, genau geradeaus von mir. Ach hier. Ja. Sehr gut. Warte mal, ich glaube, wir hätten da vorne auch irgendwie reingekommen. Raffiniertes Öl verkaufen. 3200 bringt eins. Wie viel hat Kupfer gebracht? 3500 oder nicht? Nee, ich glaube auch so die Dreher. Also ist Kupfer viel besser. Lohnt sich an sich mehr. Viel mehr, weil du viel mehr Kupfer mitnehmen kannst. Wir müssen doppel Öllizenz für 1000, 10.000 kaufen, nicht? Naja, macht doch nichts. Muss man mal gemacht haben. Oh, man kann 10 mitnehmen, muss ich noch 3 mal verkaufen. Ja, sei froh, ey. Ja, dafür kriegst du viel mehr Geld raus als ich. Das stimmt. John, Luca, es wird langsam hell. Echt? Also bei mir ist es ganz kurz hell geworden. Ich hab's auch bei mir gerade 4:30 Uhr. Halb fünf. No. Laut GPS. ich hab keine Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen sollen. Alter, das ist echt. So, jetzt habe ich noch 6 raffiniertes Öl. Ich hab noch 5. Kupfer, so. Kupfer hätten wir. Fahren wir innerhalb von 1 oder höchstens 2 Folgen. Und dann kriegen wir doppelt so viel Geld raus. Also. Ja, doppelt so viel. Warte mal, ich hab jetzt. Ja, gut. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich hab 90.000. Nee, nicht mal. 85.000 habe ich gekriegt. Also, naja, wie? Und Kupfer haben wir, glaube ich,
Kupfer haben wir doch 200.000 Kupfer hatte ich 280 oder so. Siehste? So, ich habe jetzt 134.000. Insgesamt sind das fast 400.000. Das reicht für eine Waffenlizenz und Waffe. Ich nicht. Ich hab, zusammen. Warte, ich muss rechnen. Rechne mal. Warten Sie, ich muss rechnen. 90.000 plus 225.000 sind 315.000 reicht bei mir nicht. Da gebe ich dir zur Not noch Geld. Gut, erstmal die Data sinken. Ja, das stimmt. Was wird langsam hell? Was ist denn jetzt eigentlich der Waffenhändler? Oh, Ölfarm hat nichts gebracht. Der Waffenhändler ist schon dort unten. Der Pompi-Pomp erstmal Kohle in die Tech. Wollen wir nicht lieber zum Waffenhändler in Kavala fahren? Kavala ist ein Waffenhändler. Nicht? Nee. Der ist in der Nähe von Kavala, aber nicht direkt in Kavala. Achso. Wo ist sonst hier noch einer? Wo sind wir eigentlich hier? Weiß auch nicht, wo wir sind. Ich weiß in wo. Nähe, halt. Da oben ist auch gleich ein Bankautomat. Wo ist ein Waffenhändler? Auch da gleich in der Nähe? Da hinten ist ein Waffenladen, ja. In Telos. Und da ist sogar eine Garage, das finde ich gut. Kann man nicht da hinfahren. Na dann? Ja. Ich trau mich nicht. Fahr mal los, ich stehe ja gerade irgendwie. Wie soll ich denn losfahren, wenn du vor mir stehst? Ja, aber vorwärts geht's nicht lang. Wir müssen rückwärts hier raus. Was? Ich kann doch nicht rückwärts fahren, ich sehe doch nichts. Na, drehen. Müssen wir den Kackweg jetzt wieder zurückfahren, ja? Ja. Also erstmal von innen gucken. Oh, Junge, Junge, Junge. Was denn? Ah, hier sieht's doch ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, wie du lang gefahren bist. Ah, ja. Ah. Wo bist du? Direkt links. Warte mal, ich will auch mal was gucken. Darfst du? Wo bist du denn? Ich gucke, ob es einen anderen Ausweg gibt. Na hier! Gibt's Lass doch mal her! Warte, ich bin gleich da. Komm sie doch mal zu mir. Ganz ruhig schon rausfahren, wir treffen uns vorne unten an der Kreuzung. Wo ist denn vorne unten an der Kreuzung? Ich weiß nicht, wie es bei mir rausgeht. Guck doch auf der Karte. Wo ist denn bei dir vorne unten an der Kreuzung? Na da, wo die Kreuzung zum Ölhändler rein ist. Meine ich. Also hier ist auf jeden Fall ein Ausweg. Also wie ich jetzt wissen, wo. Welche Kreuzung, bitteschön? Na und? Ganz unten, wo wir rein sind. Ne? Achso, ja, da müssen wir ein bisschen fahren. Nämlich ganz oben raus. So. Der arme Luca wird andauernd getötet. Ehrlich. So. Ich warte hier. Gucken wir mal von außen. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt die Straße lang, dann gehe ich erstmal mein Auto, mein LKW in der Garage stellen. Dann hole ich mir mein schönes gelbes Offroader-Auto raus. Und dann holen wir beim Geld ATM und dann holen wir uns Waffen. Okay. Das heißt ernsthaft einen Mokel bauen. Du nicht? Mich nicht. Wo steht ein LKW? Ah, das bist du? Ja. Na dann, Attacke. Auf geht's. Warte, ich guck nebenbei mal auf die Karte, wo wir lang müssen. Erstmal zur Garage. Alles klar. Wie viel Geld hast du jetzt eigentlich? 150.000? 134.000. Boah, davon hat ich halt noch ein bisschen sicherlich mit. Also wirklich, lohnt tut sich das nicht. Das lohnt sich absolut gar nicht. Wir können dann aber auch mal... Richtung...
müssen nicht fahren und mal gucken, was auf der Börse die Preise sagen. Wir sind ja eh gerade auf dem Weg hin. Okay. So in die Richtung. Ja, dann fahren wir mal hier gemütlich lang. Ich muss dann erstmal was essen und was trinken. Okay, uns kommt irgendwas entgegen. Obacht. Du überhörst. Ja, deswegen hast du überholt. Warum? Weil uns irgendwas entgegenkam? Ja. Ich bin so schnell vor dir rein. Weil ich ja links immer von dir fahre. Ach so. Da fährst du wieder langsam. Ja. Ich weiß, wo es lang geht. Ich darf ja hier nicht hinfahren. Wie darfst du hier nicht hinfahren? Oh, das ist ein Helikopter. Ich fahre mal auf der richtigen Spur. Obacht, nicht mehr so schnell fahren. Ich fahre nämlich schon 83. Jetzt langsam vom Gas runtergehen. Okay. Weil hier geht's nämlich gleich rechts. Und zwar hier. Dann fahren wir hier Helikopter vor, dann rechts. Wieso sind wir jetzt eigentlich schon wieder mit dem Flughafen? Weil hier eine Garage steht. Und da ein Bankautomat ist. Okay. Wie hast du noch auf der Bank? 200. Irgendwie 200 irgendwas. Dann reicht es nicht für uns beide für eine Waffe und eine Waffenlizenz. Ja, so hier ist der Garage. Gut. Willst du mitfahren oder willst du mit eigenen Auto fahren? Ja, wiss nicht. Eigentlich können wir ja mit einem Auto fahren, oder? Ja. Reicht rein theoretisch. So. Steigen Sie bei mir ein. So, wo jetzt lang? Ich gucke. Bankautomat ist hier oben. Das heißt, wir fahren jetzt einfach über den Flughafen. Drehen wir um. Musst jetzt eigentlich den Auto auch wieder hier rausholen? Nö. Ich glaube nicht. Also ich hoffe es nicht. Ja, hätte ich mal eine Garage geguckt, wenn er denn den Offroader drin steht. Hätte ich machen können, egal. Hier geradeaus, ja. Na? No. Wieso kriegst du das Auto eigentlich die ganze Zeit so? Ich war bei mir auch schon so, jetzt links. Du kannst Vollgas geben, mal ganz kurz. Gut, ich mach direkt Nitro an. Nitro! Wie schnell fährst du mit Nitro? Grad 110. 115 und dann hier irgendwie 120. Links rein, entweder hier oder die nächste. Große. 120 fahre ich mit Nitro. Das ist nicht schlecht. Hier ja? Na? Dann kann ich ruhig mit 120 rumfahren. Und jetzt? Karre hebt ab. Und dann da vorne halt, da wo die Häuser sind, hinstellen. Achso. Na, so. Vorne an dem Haus ist halt der Bankautomat. So, 20 Minuten Kurve ist auch völlig in Ordnung. Ist es auch. Sehe ich schon, komm, wir heben jetzt das Geld ab. Und sterben. Und du fährst irgendwie. So, ich habe 402.000. Wie viel hast du? Wie viel? 402.000. Ja, dann brauche ich. Soll ich alles abheben von mir? Ja, mal alles ab. Gut. Dann habe ich 317.000. Gut, na dann fahren wir erstmal und ich hab's ja bar, ich kann's dir dann ja geben. Gut. Ich hab echt Angst, dass wir jetzt umkommen. So, pass auf, ist jetzt die Folge eigentlich schon vorbei? Gleich, ja. Ja doch, ich glaube, also bevor wir jetzt losfahren. Was machst du denn? Ich öffne gerade einen Brief. Ach so. Hier ist also der Waffenladen in Telos. Und dann können wir mal nochmal zur Börse fahren. Na gut, ja, so, dann fahren wir jetzt Waffenhändler. Und dann geht's los.